entscheide ich mich für. Die Entscheidung ist gefallen. Die Bachelorette gibt die letzte Rose um. Dich, Christian. Beim Public Viewing gibt es tosenden Applaus. Die Bachelorette und ihre Auserwählte erleben den Moment der Entscheidung noch einmal live mit und werden von den Gefühlen überwältigt. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht realisiert, weil es ist so ein schöner Moment, dass so viele Leute, also das Club Bellevue ist bombenbratschen voll war. Ja, es war natürlich ein super Moment. Ich wusste schon, was passiert, die Spannung war nicht ganz so groß bei mir. Ich bin aber erleichtert, dass alles vorbei ist, weil jetzt kann man natürlich offen über alles reden, man muss nicht mehr Versteckspiel machen. Stimmt das tatsächlich? Nein, nicht ganz. Ob Frieda und Christian immer noch ein Paar sind, dürfen sie noch nicht sagen. Am Public Viewing deutet allerdings nichts auf die grosse Liebe zwischen den beiden hin. Vielmehr gibt sich Bachelor mit dem zweiten ein Markup. Bei der Entscheidung hat Frieda immer mit dir ein bisschen geredet und Christian links liegen lassen. Läuft da etwas? Wir sind nach wie vor natürlich immer noch Freunde und wir können uns, wie man so schön sagt, schmecken. Wir hören uns, aber das ist alles rein freundschaftliche Basis. Freundschaftlich geht es auch zwischen den beiden Finalisten zu und her. Anstatt Rivalität und Kampf wie der Sendung, lachen sie zusammen, trinken Bier und posieren für Fotos. Gute Stimmung herrscht auch bei den Zuschauern. Für sie hat er richtig gewonnen. Hat er richtig gewonnen? Ja, schon. Wieso? Ja, ist ein Hübscher. Er passt besser zu der Frieda. Ich finde, sie hat die Richtige gewählt. obwohl es sehr schwierig war mit Berlin-Zürich. Ob die Frieda aus Zürich und der Christian aus Berlin tatsächlich noch zusammen sind oder nicht, sagen sie in einer Woche.